So, es wird weiter gerätselt hier im Outback. Im Outback Russlands. Und wir gucken noch mal weiter. Baum, 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 Baum. Ist alles nur Baum. Wir müssen aber da irgendwie das rauskriegen. Ich bin mit dem Spaten. Jo. Oh, guck mal, da ist doch was am Baum. Pilz, hä? Magic Mushrooms. Meinst du? Ja, nee, Baumharz. Baumharz. Den Lofel. Die Tasse. Gleich wenn schon, denn schon. So. Tasse. Ah gut, jetzt ist Jetzt das erstmal das jedenfalls, das ist das Wasser. Teil für den, oder? Ja, das darüber legen. Ja. Man will das Yes, Richtige an. sir. So, Gut. jetzt den Stropfen daraus. Guck mal. Das arme Tier seufzt ja, als ob es kurz vorm Verdursten gewesen Oh, wäre. Ja, das war arme es auch. Pups. Streicheln. Ja, aber Ein wirklich. schönes Tier. Geh weg mit deinem Komm dir gleich Drecksbettvorleger, ne? dahin, du Mistbratze da. Da ist ein Deckel. Oh, jetzt. In die Tränke. Entschuldigung, hallo. Jetzt noch Wodka oben drauf. Nee, doch nicht. Ja. Aber schön wäre das gewesen, doch. Konservieren. Können wir das jetzt mit dem Harz und dem Wasser? Ah, warte, warte. Nee, Nee. warte, warte. Wir bauen eine Das sind noch Feuerstelle. Pergamentschnipsel in der Oh. Asche. Wenn ich das Holz da jetzt reinstelle, werde ich die komplett zerstören. Komplett? So geht das nicht. Was habe ich mir gedacht? Dem Eulen das zu saufen geben, das bringt's aber noch nicht, ne? Nee. Nein, jetzt hör mal auf. Nein, ich dachte mir, wir müssen es erst kochen, damit sich das Harz auflöst. Ja. Aber dafür Können brauchen wir wiederum erst wir die Schnipsel. auch draußen eine Feuerstelle? Zieh mal das Feuer, die Feuer, die. Guck mal, ein Gitter raus. Frost ist sehr passend. Ich dachte mir nämlich, wir können doch draußen einfach ein Feuer basteln. Ja. Irgendwie. Irgendwo. Ziehen wir das Holz auf das Rost? Ob man das vorher erst bauen muss? Nee. Kannst du das hier irgendwo hinstellen? Das Rost? Nee, aber weißt was? Heißer Schwefel. Musst du doch auch gehen. Na, und wie? Zack, vorsehen, nicht verbrennen. Zack. Vorsehen, nicht verbrennen. Einmal ein bisschen rühren. Ah ja, bisschen rühren. Nee, doch nicht. Nee. Reicht wohl so. So, jetzt haben wir Wachswasser. Durch das Erhitzen haben sich Wasser und Harz vermischt. Das Harz ist jetzt relativ flüssig und warm. Ja, und jetzt das Zeug auf das Schnipsel kippen. Ja, ich hab das mal wieder mitgenommen. Wo die das alles lässt? Ich bin ja immer wieder überrascht, ne? Immer wieder. Ein Wunder. Oh, guck mal, es läuft Es ist so immer noch. süß. So, hier auf Auch der. nicht, willst du mich verkacken? Den Löffel in das Harz? Ja, das Holz ging aber. Achso, nee, das macht's ja nicht. Wie will sie die denn konservieren jetzt, oder was? Ich dachte vielleicht. Wodka. Ich habe keine Ahnung. Ketchup, ne? Das ist es doch. Eigentlich ist es doch Ketchup, oder? In die Suppe mit rein. Flüssiges Baumharz. Auf den Farben. Draußen irgendwo geht doch auch Ich nicht, probier doch mal mit oder? dem Rest, den wir haben. Nee, die Tasse, mit dem Rest, den wir Na, haben. habe ich doch Gott. Nee, musst du noch weiter nach links. Wir haben noch mehr. Ja, aber. Achso, warte, ich muss hier natürlich erst.
einfach nur, um sicher zu gehen. Ja, aber mit dem Ketchup wird es vollkommen gehen. Ja, du weißt es doch nicht. Ah, ja, hast du recht. Schon Pferdekotzen sehen. Hast du recht. Ausgang. Ewenke. Nussknacker. Was will denn der Nussknacker zu knacken haben? Und wofür ist der spitze Stein? Der sieht aus wie, wissen nicht, eine Pfeilspitze oder irgend sowas. Ich weiß es auch noch nicht. Aber das will sie ja auch nicht machen, ne. Guck mal hier. Oh. Das Fass ist jetzt leer. Ja, nimm mit. Nimmst du immer alles mit. Kannst du Fass jetzt auch noch kaputt hauen? Nee. Zwei doofe Eingedanken, genau. Ein Unterstand bauen für Reni. Nee, das ist es auch nicht. Ich gehe jetzt erstmal den Enzian ausbuddeln. Den nimmt sie eh nicht mit. Ausbuddeln ja extra. Ich weiß, sie steht unter Naturschutz. Ich bin auch ganz vorsichtig. Dass sie nicht pflückt, ist mir ja klar. Sie nimmt ihn ganz mit. Und den Tomatenstrauch? In den Wodka. Nee. Den Tomaten. Kann sie ein bisschen Schwefel ausbuddeln? Also du nur wieder, ne? Wie kriegen wir das denn da? Was mache ich denn jetzt hier mit dem Enzian? Ja, das ist noch halbwegs doch frisch. Auch nicht. Halbwegs frisch. In den Nussknacker packen oder so. Auf jeden Fall erstmal wieder zurück. Mach hier ein Loch. Nein, du hast noch getan. Der tote Baum ist ja bei. Warte mal. Nee. Die ging kleben. Halt mal die Backe dran. Weiß ich es denn, Gott. Oh Gott's sake. Mann, Alter, du musst mir aber auch mal ein bisschen mehr. Kann ja nicht Medizin. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, die Pflanze vorsichtig auszugraben. Wenn es nicht unbedingt sein muss, würde ich sie gern heilen lassen. Es muss aber dein. Kannst du die zerschneiden mit der Schere? Nein, auch nicht. Oh je, dem geben wir ihnen als Grabbeigabe. Nimm erstmal den Gitterrost hier wieder. Guck mal, hier gibt doch ein schönes Blumenpflänzchen. Das Feuer hat Nochmal. Das Pergament zwar nicht völlig zerstört, aber es ist ziemlich. Ah, ja. Die Pergamentschnipsel sind so stark durch das Feuer beschädigt, dass sie zerfallen werden, sobald ich sie berühre. Ich müsste sie irgendwie restaurieren. Mann. Kannst du jetzt den Wodka da noch reinkippen zusätzlich? Nee. Kann sie den Wodka trinken? Nee. Oh! Ach, was? Das ist offensichtlich eine etwas speziellere Medizin. Wodka allein wird wohl ausnahmsweise pass nicht auf, helfen. Pass auf. Pflanze in Wodka. Nee. Ketchup in Wodka. Ketchup in Wodka. Mit Schere Ketchup aufschneiden. Wodka anzünden. Pflanze verbrennen. Mann, das kommt auch alles erst später. Wir müssen diese scheiß Schnipsel da rauskriegen und ich habe keine Ahnung wie. Drück mal auf die Lupe. Popo. Nee, haben wir alles. Achso, haben wir alles. Raus. Wie schwer bekloppt. Lupe. Nee, gut, ich wollte nochmal sicher gehen. Haben wir. Haben wir.
Was soll ich mit verdorrtem Kraut? I have no idea, aber nimm es bitte mit. Ach ja, brauchen wir es wieder, dann haben wir es nicht, du Stück. Schnippel's ab. Wie soll man das denn restaurieren? Die ist noch halbwegs frisch. Schwefel. Das Zeug stinkt bestialisch. Da scheint Schwefel rauszukommen. Da fasse ich nicht... Oh, Schwefel und Wodka, das ist doch bestimmt auch lustig. Oh, nee, oder? Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Schwefel anzünden, auch eine gute Idee. Lal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